Hallo, willkommen zur zweiten Runde zur Beschneidung. Ich habe euch ja gesagt, es gab Reaktionen. Die Reaktion von YouTube zeige ich euch gleich noch. Die Reaktionen der Öffentlichkeit zeigen sich durch die türkische Gemeinde Deutschland, die TGD, die halt im Grunde wieder rumzickt, das ist Tradition, das könnt ihr nicht verbieten, nee, nee, nee. Und sie bringen sogar ein richtiges Argument dabei. Ihr Hauptargument ist, dass es dann Besteigungstourismus geben würde. Also wenn es in Deutschland verboten ist, würden die halt nach Osteuropa fahren, das da machen und das wäre halt ein Risiko für die Kinder. Ich kann es verstehen, trotzdem ändert das nichts an der Gesetzlage. Und wenn wir mal auf YouTube gehen. Und wir uns mal bei meinem Videomanagement die Kommentare angucken zum ersten Video. Haben wir hier ein bisschen kleiner ziehen. Haben wir hier verschiedene Kommentare. Das Seltsame ist, was ich persönlich finde seltsam, das meiste davon ist religiös motiviert. Zum Beispiel hier. Anti-Islam-Propaganda. Die Frage ist, wann die Muslime einen M-Stern tragen müssen. Okay, ich hab's recherchiert. Es tut mir leid, Muslime, nur Juden dürfen bei uns lustige Hüte und Sterne tragen. Es tut mir leid. Ihr kriegt dann, keine Ahnung, einen Mond auf den Kopf, ich weiß es nicht genau. Aber es wird nicht passieren, meine Fresse. Also, damit es wirklich jetzt alle kapiert haben. Es geht bei der Beschneidung hier nicht um Religion. Es geht darum, dass die Rechte der Kinder nicht vernünftig wahrgenommen werden. Die Rechte der Kinder besagen, man darf kein Kind beschneiden, ohne dass es zu Zustimmung geben kann. Und, oh Wunder, oh Wunder. Es kann keine Zustimmung geben, wenn es unter 18 ist, zumindest keine rechtsgültige Zustimmung. Also nochmal ganz knapp zusammengefasst. Das hier hat nichts, aber auch gar nichts mit Religion zu tun. Es geht einzig und allein darum, man kann in Deutschland, wenn man unter 18 ist, keine Zustimmung zu einer Operation geben, die kosmetisch ist. Und ja, eine Beschneidung ist kosmetisch, genau wie ein Piercing oder ein Tattoo, weil es nicht medizinisch notwendig ist. Da mögen sich jetzt Leute beleidigt fühlen, aber es hat nichts mit der Religion zu tun. Es geht einzig und allein darum, dass es in Deutschland ein Rechtssystem gibt und das hat auch nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Die Religionsfreiheit steht nicht über den Gesetzen, sonst dürften auch Satanisten in der Gegend rumlaufen und Leute umbringen. Das ist ja Teil meiner Religion, ich darf das. Ah! So, nachdem ich mich jetzt wieder ein bisschen aufgeregt habe, das war's mit dem Video, ich will ja nichts weiter drüber machen müssen. Und an meine lieben Freunde, die hier lustige Kommentare machen, bitte denkt vorher nach. Solche Kommentare wie ich mag Beschneidung nicht, weil Gott auch dagegen ist. Ich kann es verstehen, aber es hat mit der Sache nichts zu tun. Das mit Menschen offen zu vergleichen, also mit Menschen offen zu vergleichen wäre jetzt mein Beispiel, weil ja sonst Menschenopfer auch legitim wären, wenn Religionsfreiheit über dem Gesetz stünde. Was wir hier auch noch haben, wären irgendwelche Theorien, nachdem die Beschneidung ein Blutopfer an die Hure Babylon ist und ich will mich da jetzt nicht weiter mit befassen müssen. Bitte, wenn ihr über Kinderpenisse reden wollt, ist das eure Angelegenheit. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt, aber bitte lasst mich aus dem Spiel. Ich möchte da keine Videos mehr drüber machen. Schönen Tag noch, ciao.